Mehr als 2 Millionen Menschen leben in West-Berlin. Von der Bevölkerung sind 72% evangelisch. Seitdem die evangelischen Kirchen in dieser Stadt auch werktags geöffnet sind, geht mancher hinein, der im Gottesdienst nicht zu finden ist. Vorbildliche Kirchgänger sind die Berliner nie gewesen. Kindergärten kann es in dieser Stadt gar nicht genug geben. Seitdem die Mauer steht, fehlen in vielen Familien die Omas und guten Tanten, die sonst schnell mit der S-Bahn herüberkamen und für ein paar Stunden Babysitter spielten. Eine der vielen menschlichen Nöte in der geteilten Stadt. Neue Kindergärten sind schön, aber alte Kindergärten sind besser als gar keine. Hauptsache, die Kinder haben eine Bleibe, wenn die Mütter arbeiten gehen. Schließlich kommt es darauf an, welcher Geist in diesen Räumen herrscht. Die perfekte Ausstattung ist zweitrangig. Für eine Kirchengemeinde in Berlin ist ein Kindergarten unentbehrlich. Wer Berlin besucht, kommt hier bestimmt vorbei. Die Berliner sind emsig, aber ihre Mittagspause gönnen sie sich in aller Ruhe. Sie wird beinahe zur feierlichen Handlung. Erbsensuppe mit Einlage ist in Berlin ein Nationalgericht und hat manche Lokale sogar weltberühmt gemacht. Sie schmeckt so gut wie eh und je. Tauben gibt es in Berlin mindestens so viel wie in Venedig. Der Berliner ist als Tierfreund bekannt. Er achtet auf jede Bewegung seiner Lieblinge. Durch den Krieg waren fast alle Kirchen und kirchlichen Gebäude zerstört oder beschädigt. Der Wiederaufbau ist durch große Opfer der Gemeinden und mit Hilfe des Senats beendet. Jetzt läuft der Neubau auf vollen Touren. Denn überall entstehen neue Wohnviertel, zum Teil so groß wie eine Mittelstadt. Dadurch bilden sich auch neue Kirchengemeinden. In den alten Stadtteilen gibt es noch Gemeinden von 25.000 bis 30.000 Seelen. Ein unhaltbarer Zustand. Die Schwester braucht mit ihrem Moped zwar keine langen Strecken zu fahren, aber sie muss Zeit gewinnen, um wenigstens die dringendsten Pflegefälle zu versorgen. In Berlin wohnen mehr alte Menschen als woanders. Die Altersheime sind besetzt. Die nächsten Angehörigen wohnen vielfach in Ost-Berlin, also muss auch hier die Kirche helfen. Da gibt es für die wenigen Gemeindeschwestern keinen 8-Stunden-Tag. Kein Wunder, dass in dieser Stadt Mammutgemeinden entstanden sind, wenn zu einer einzigen Hausnummer manchmal 2, 3 und mehr Hinterhöfe gehören. Noch heute könnte Heinrich Zille in diesem Milieu aus Tragik und Komik sein Skizzenbuch füllen. Kinder haben ihre eigene Fantasie. Darum können sie auch auf einem trostlosen Hinterhof fröhlich spielen, aber menschenwürdig leben lässt es sich hier nicht. Dazu ist alles zu eng, zu bedrückend. Sogar für die Toten ist der Platz zu eng. In Berlin sterben fast doppelt so viele Menschen, wie geboren werden. Der Tod gebietet dem Leben Halt. Es vergeht kaum ein Tag in der Woche, an dem ein Berliner Pfarrer nicht auf dem Friedhof oder im Krematorium eine Trauerfeier zu halten hat. Die Friedhöfe in der Innenstadt sind zum Teil so dicht belegt, dass einige gesperrt werden mussten. Das Leben geht lärmend über den Tod hinweg. Wenige hundert Meter hinter diesem Friedhof liegt die Landebahn vom Flughafen Tempelhof. Zur Zeit der Blockade war diese Einflugschneise über den Gräbern buchstäblich zur Lebensader für Berlin geworden. Ein Werktag geht zu Ende. Die Menschen fliehen förmlich vom Arbeitsplatz nach Hause. Man ist nicht vergnügungssüchtig, eher häuslich, aber nicht spießig.
Man sagt von dem Berliner, er sei sehr geradezu. Und ebenso redet auch die Kirche mit ihm. Wann waren Sie zuletzt zum Abendmahl? Oder auch Berlin lebt von der Liebe. Dazwischen ein Spiegel. Wer hineinblickt, liest, ich auch. Knappe Sätze, aber sie prägen sich ein. Zu Ostern las man einmal in den Verkehrsmitteln, tatsächlich auferstanden, ja. Werbung in der Kirche. In Berlin versteht man, wie das gemeint ist. Man versteht aber auch, wie es gemacht wird. Die innere Mission, aus Berlin nicht wegzudenken. Jeder weiß sofort, was das bedeutet. Die kirchlichen Anstalten, die Heime, die Schwestern mit der weißen Haube. Wenn es das alles nicht mehr gäbe in dieser Stadt. Reklame heißt zu Deutsch, ins Gedächtnis zurückrufen. Das wollen auch diese Lettern an einer Giebelwand am Kurfürstendamm. Auf diesem Boulevard wird der Passant von allen Seiten umworben. Da war die Einrichtung des sogenannten Foyers in dem Flachbau neben der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ein Wagnis. In drei kleinen Zimmern können hier mit erfahrenen Seelsorgern Gespräche unter vier Augen geführt werden. Das Foyer ist ein kirchliches Informationszentrum. Der Bibliotheks- und Clubraum ist eine Stätte der Entspannung und schlichter Gastlichkeit. Ständig ist jemand da, der sich um die Besucher kümmert. Es würde in Berlin etwas fehlen, wenn es dieses Foyer nicht gäbe.